Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung Langsamfahrt, das Magazin rund um die Eisenbahn. Ihre Zugvorbereitungsmeldung wird jetzt bearbeitet. Durch die Sendung führt Podcaster und Lokführer Gregor Börner. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Langsamfahrt. Heute mit diesen Themen. Wir haben es durch die Medien wahrscheinlich alle mitbekommen. Durch die schweren Regenfälle Mitte Juli ist im Ahrtal, das liegt in der Eifel, einiges kaputt gegangen. Neben diversen Häusern, Dörfern und Straßen ist die Ahrtalbahn fast vollständig zerstört worden. Wir werfen heute mal einen Blick auf diese Strecke. Im September ist Bundestagswahl in Deutschland und wir nehmen uns heute mal die Wahlprogramme der Parteien vor und schauen mal, welchen Stellenwert darin die Eisenbahn einnimmt. Außerdem, der Frankfurter Hauptbahnhof liegt relativ zentral in Deutschland und ist einer der wichtigsten Bahnhöfe zum Umsteigen. Allerdings ist seine Kapazitätsgrenze annähernd erreicht. Ein Fernbahntunnel soll Abhilfe schaffen. Wir schauen uns heute mal den Frankfurter Hauptbahnhof an. Zuletzt habe ich noch ein paar Geräusche aus der Eisenbahnwelt mitgebracht. Dieses Mal hören wir an alten Bahnübergängen etwas genauer hin. Die Musik im Hintergrund ist übrigens wie immer von DJ Tuvik, der Titel heißt Die Bahn. Und zwischen den Gesprächen hören wir heute von Jason Shaw den Titel Sidewalk. Auf langsamfahrt.de/22 gibt's dann noch zu allen Themen weiterführende Links und natürlich auch die Musik zum Herunterladen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ein kleines Stück südlich von Bonn fließt in einem Seitental des Rheins das Flüsschen Ahr. Durch das namensgebende Ahrtal führt auch die Ahrtalbahn. Da das Ahrtal relativ eng ist, muss die Strecke mit diversen Brücken den Fluss queren. Bei den sintflutartigen Regenfällen Mitte Juli ist im Ahrtal einiges zerstört worden. Mehrere Brücken brachen einfach zusammen. Bahngleise wurden unterspült. Besonders bemerkenswert fand ich ein Foto, bei dem eine Bogenbrücke über die Ahr weggebrochen ist und nur noch die Schienen in der Luft hängen. Bei solchen Fotos, da sehen selbst schon Laien, das wird noch einige Zeit dauern, bis diese Strecke wieder aufgebaut ist und wieder durchgängig befahrbar sein wird. Aber sprechen wir jetzt mal mit jemandem, der die Ahrtalbahn in- und auswendig kennt. Am Telefon begrüße ich jetzt Wolfgang Groß von den Freunden der Ahrtalbahn. Hallo, Herr Groß. Hallo, Herr Börner. Sie sind kein Verein, aber eine Gruppierung aus zum Teil Eisenbahnern, zum Teil Ingenieuren und ja, Sie kennen die Ahrtalbahn recht gut, kann man sagen. Ja, wir kennen die sehr gut. Ein Teil meiner Mitstreiter bei den Ahrtalbahn-Freunden war mit mir auch beruflich tätig. Ich war bis 1993 Dienststellenleiter im Bahnhof Remagen und verantwortlich auch für die A-Strecke. Jetzt kennen viele in Deutschland die Ahrtalbahn nur von den zerstörten Bildern. Wie sah die Strecke denn bis kurz vorher aus? Ja, es sind 29 Kilometer, leider verkürzt. 1986 führte die Strecke noch bis Adenau. Das waren rund 40, 41 Kilometer. Dann wurde zurückgebaut bis Hönningen an der Ahr, dann bis Kreuzberg. Und dann 1996 nochmal 2 Kilometer wieder verlängert für den SBNV bis Ahrbrück. Das ist im Prinzip der problematische Bereich, auch wo jetzt die ganzen Zerstörungen entstanden sind. Ein relativ enger Bereich ab Bad Neuenahr bis Altenahr mit relativ steilen Hängen, Felshängen auch und ein enges Tal halt eben. Und da wurde im vorletzten Jahrhundert die Strecke halt eben angepasst, mehrfach auch verlegt, teilweise in Tunnels auch verläuft die und muss mehrfach auch dann die A queren mit den Brücken. Also ab Bad Neuenahr schon ziemlich anspruchsvoll mit der Infrastruktur, wie gesagt mit vielen Brücken, mit vielen Tunnels, mit einigen Tunneln und mit vielen Engpässen, will ich mal sagen.
Die Strecke galt bei Eisenbahnfreunden auch immer noch so als so ein kleines Idyll. Es standen noch sehr viele Telegrafenmasten, was sehr auffällig war. Und die Strecke ist eigentlich noch komplett mit mechanischen Stellwerken. Das hätte sich jetzt aber dieses Jahr ohnehin geändert. Ja, es ist, ich sage immer, mittlerweile ein Museum. Wir haben fünf mechanische Stellwerke mit einer Blockstelle in Bad Bodendorf. Man kann da die Eisenbahn, also die Eisenbahntechnik aus dem vorletzten Jahrhundert sehr gut verfolgen. Die Sicherungstechnik funktioniert auch ganz gut. Und in wenigen Wochen sollte an der Oberaa ab Weipertsheim die Installation eines elektronischen Stellwerkes vonstatten gehen. Das ist natürlich jetzt gestoppt worden. Auf Ihrer Internetseite atalbahnfreunde.de gibt es auch einige Bilder auch aus den Stellwerken. Das dürfte für den einen oder anderen auch interessant sein. Das haben Sie so ein bisschen quasi dokumentiert, wie die Betriebsstellen da aussehen. Ja, wir sind vor 2 Jahren alle Betriebsstellen abgefahren, weil wir wussten, das ist alles endlich. Besonders an der oberen Aa. Also obere Aa heißt ab Bad Neuenahr bis Kreuzberg. Und haben sämtliche Innen- und Außenanlagen, die gesamte Leitensicherungstechnik dokumentiert, einschließlich betrieblichen Unterlagen, die an dem Tag aktuell waren. Ja, da gibt es einiges zu sehen. Man kann da in die Bücher quasi mal reingucken und kann sich das so vorstellen, wie das da so ausgesehen hat. Ja, jetzt kam der heftige Regen. Wie sieht denn aktuell das auf der Strecke aus? Ich hatte gehört, irgendwie 20 Kilometer Gleis wären zerstört, 7 Brücken. Ja, wie muss man sich das da vorstellen? Also ich hab das jetzt auch nur aus der Ferne, weil ich noch nicht mal im Moment in NRW bin, sondern bei Verwandten in Italien. Aber ich habe engen Kontakt mit meinen Freunden, auch leider Gottes mit Betroffenen. Die Situation stellt sich so dar, dass ab Ahrweiler, Bahnhof Ahrweiler, in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, die Infrastruktur fast durchweg zerstört ist, weil entweder durch Unterspülungen des Oberbaus oder gerade im Bereich zwischen Weipertsheim, wo die erste Engstelle ist, die sogenannte Bunte Kuh, wo im Prinzip nur Bundesstraße A und Eisenbahn verläuft und Wanderweg. Ab diesem Bereich sind auch mindestens 7 Brücken zerstört, komplett zerstört. Das sieht man auch auf einigen Bildern, die ich zumindest geschickt bekommen habe. Es gibt so ein Bild, das war wohl so eine Steinbogenbrücke, die auch schon sehr, sehr alt aussah, also schön alt gebaut mit geschwungenen Bögen. Die hat es komplett zerlegt, da hängt nur noch so ein Gleis zum Teil in der Luft über dem reißenden Fluss. Ja, das ist bei Altenahr Altenburg, kurz vor Kreuzberg. Mindestens 7 Brücken sind zerstört. Das heißt also, komplett Aufbau des gesamten Oberbaus mit Stützmauern und in Tunnelbereichen, zumindest in dem Tunnel Maischoss, da lief auch das Wasser durch. Also kann man eigentlich sagen, was jetzt noch da ist, das bisschen kann man eigentlich gerade wegmachen und kann die Strecke nochmal neu aufbauen. Ja, es läuft lustigerweise, habe ich von Freunden mitgeteilt worden, jetzt in Drehscheibe Online eine lustige Diskussion von einigen Leuten, weil ich überhaupt nicht verstehe, ob man jetzt wieder aufbauen soll. Also kann ich absolut nicht verstehen und wie denn ein Aufbau überhaupt vonstatten gehen sollte. Also der Aufbau an alter Stelle dürfte kein Problem sein, technologisch, überhaupt kein Problem. Wie gesagt, Stützmauern sind da zu erneuern, die Brücken können erneuert werden, die Tunnels werden saniert, zumindest 1, 2 Tunnel, die betroffen sind, im Raum Maischoss der eine. Das lässt sich alles herrichten. 1986 haben wir heftig dagegen gekämpft, eine Streckenverkürzung bis nach Kreuzberg hinnehmen zu müssen. Da hat uns niemand unterstützt, außer der Verbandsgemeinde Altenahr. Den Adenauern war es egal. Natürlich hätte ich jetzt die Idee, wenn man das Ganze neu anpackt, dann sollen wir bis Adenauer verlängern, was an für sich auch ginge. Da haben wir uns schon drüber Gedanken gemacht. Aber sei es wie es sei, bis Ahrbrück wäre wichtig, weil die Strecke dient ja einmal natürlich dem touristischen Verkehr sehr stark, zum Zweiten im Bildungsbereich mit dem Schulzentrum Bad Neuenahr. Und zum Dritten natürlich die Anbindung nach Bonn. Wir hatten stündlich mit der RB30 haben wir lange für gekämpft, eine durchgehende Verbindung von Ahrbrück bis Bonn.
und eine abständige Verbindung von Remagen nach Bernau. Und ab Fahrplanwechsel im Dezember sollte dann noch eine dritte kurze Verbindung, ein gut dritter stündlicher Takt auch zwischen Remagen und Bernau eingerichtet werden. Hat alles den Hintergrund, weil in 2023 soll die Landesgartenschau in Bad Neuenahr stattfinden. Also man kann eigentlich sagen, das ist eine Nebenbahn, die auch ziemlich dicht befahren wurde. Das ist jetzt nicht, dass da alle Stunde mal ein Zug fährt oder so, je nachdem, wo man in Deutschland ist, auch mal nur alle 2 Stunden. Also da ist schon, wenn Sie sagen, 3 Züge waren in Planung, 2 Fuhren, ja, und dann schon ein ziemlich dichter Takt auch drauf. Ja, der Takt ist sehr dicht. Durch die bestehende Infrastruktur, mechanische Stellwerke, ist er natürlich ein bisschen eingeschränkt, weil teilweise kann nicht an den Bahnsteigen gekreuzt werden. Aber das sollte alles beseitigt werden. Und die Strecke, wie gesagt, ist besonders im touristischen Bereich. Es gibt Wochenenden, wo Leute schlicht und einfach stehen bleiben und nicht mitfahren können. Wir haben zu bestimmten Weinfesten und auch Weihnachtsmärkten, zum Beispiel in Rech am 6. Dezember jeden Jahres, Sonderzüge, weil sonst der Verkehr nicht abgewickelt werden kann. Es gibt ja nur die Bundesstraße in dem Bereich. Die Autobahn ist in Bad Neuenahr, aber dann fahren sie immer über die Bundesstraße durch den engen Bereich in die Weinberge rein, in die Weinorte, Dernau, Maischoss, Altenahr. Ja, und da stellt die Bahn schon wirklich eine sehr, sehr wichtige Verbindung dar, eine wichtige Querverbindung in Ost-West-Richtung. Wie stilllegungsgefährdet war die Strecke denn in der Vergangenheit? Sie sagten, die Strecke wurde mal verkürzt, dann wurde wieder ein Stück verlängert. Wie war denn so allgemein die Diskussion? Sehr stark. Also 1986 im Rahmen der allgemeinen Stilllegung hat die BD Köln wirklich Druck gemacht, Teilstrecken, die weniger als 300 Reisende am Tag haben, dicht zu machen. Und das betraf dann Kreuzberg-Adenau. Haben wir, wie gesagt, protestiert, auch mit der Gewerkschaft, der Eisenbahngewerkschaft, dem öffentlichen Personalrat und auch einigen politischen Vertretern, die wir gewinnen konnten. Und danach kam die Diskussion nochmal auf, als die Stilllegungsarie beendet war, gegebenenfalls bis Bad Neuenahr nur zu fahren. Weil Bad Neuenahr ist schlicht und einfach der Schwerpunkt im Landkreis Ahrweiler für die Bahn. Einmal, wie ich gesagt habe, wegen Bildungseinrichtungen und zum Zweiten auch wegen dem ganzen Kur- und Bäderverkehr, der da touristische Verkehr, der abgebildet wird. Aber das ist in den 90er Jahren dann Gott sei Dank nicht mehr weiterverfolgt worden, sondern in der Tat waren wir jetzt so weit. Wir haben ja moderne Linterfahren. Die A-Strecke ist integriert in das Kölner Dieselnetz mit der Meldestelle für die Triebfahrzeugführer in Euskirchen und an für sich gut organisiert. Und die Leitensignaltechnik, wie ich schon gesagt hatte, sollte jetzt endlich, da waren wir auch dafür, auch die meisten Fahrdienstleiter, die im Rentenalter sich langsam nähern, dass sie modernisiert werden. Und in Ahrweiler sollte jetzt dieses neue elektronische Stellwerk zunächst mal für 4 Bereiche eingebaut werden. Böse Zungen haben schon im Internet von sich gegeben, wäre das Ganze in den 80ern passiert, hätte man wahrscheinlich in Remagen noch die Weiche rausgenommen und hätte nicht mehr viel gemacht. Wie sehen Sie das denn? Ja, die bösen Zungen haben fast recht. Aber wir leben ja Gott sei Dank nicht mehr in den 80er Jahren. Wir leben auch nicht mehr unter dem Diktat der damaligen der Restrukturierungsprobleme der Deutschen Bundesbahn, sondern wir nähern uns ja der Verkehrswende, hoffen wir. Und da spielt die Bahn eine wichtige Stelle. Wir waren im SBNV, zumindest die Autobahnfreunde, immer jetzt hinterher. Das elektrifiziert. Die Planung für Elektrifizierung vorangetrieben werden. Und der SBNV Nord hat beschlossen, eine Machbarkeitsstudie jetzt auszurufen. Also das heißt, Integration auch in den Deutschlandtakt. Das war geplant. Das sollte jetzt, denke ich, auch nicht das Problem sein, die Strecke zu elektrifizieren, außer die Tunnel. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch die sind, aber da hätte man bestimmt eine Lösung gefunden. Ja, man denkt im Moment an Hybridzüge, dass ab Dernau gegebenenfalls, wo der Tunnelbereich beginnt, bis Kreuzberg, dass ab diesem Bereich Hybridzüge eingesetzt werden. Aber der große Vorteil ist natürlich, wenn ich jetzt den Deutschlandtakt, sagten wir sicherlich was, betrachte, die Planungen sahen vor, dass wir wieder in Remagen flügeln.
Das heißt also in Richtung Norden hauptsächlich, weil der sowohl der Pendlerstrom wie der touristische Strom geht zu 80% Richtung Ruhrgebiet, Köln-Ruhrgebiet. Und wir hatten auch bis 1993 noch durchgehende Züge. Die wurden also zusammengesetzt in Remagen. Da kamen von Koblenz Nahverkehrszüge und die haben dann 3 BN drauf bekommen und sind bis Dortmund gefahren. Also das sind die Planungen für den Deutschlandtakt. Das ist in den Unterlagen also nachzulesen. Also dass quasi ein Zugteil aus Koblenz oder von Mainz herkommt und der Zugteil aus dem Ahrtal, der dann zusammen weiter nach Köln fahren könnte. Exakt. Ja, Modell Bayerische Oberlandbahn. Das ist ja jetzt auch da gar nicht mal so das Ding, weil die Linie 26, was ja die Rheinstrecke ist, also von Mainz bis Remagen nur mit einem Zugteil fährt und dann in Remagen noch 2 Zugteile beikriegt, die ja dann theoretisch aus dem Ahrtal kommen könnten. Die Züge, ja, rangiert wird da sowieso. Ja, oder die RB 48. Oder die endet in Bonn-Mehlem. Ja, das ist jetzt gar nicht mehr so weit bis Remagen. Die könnte man das Stück natürlich auch verlängern. Ja, die Planungen sind also wirklich zumindest mal im Deutschlandtakt so vorgesehen. Ja, ist da eine spannende Entwicklung, wie das dann da weitergeht. Jetzt hatte ich gehört, im Ahrtal wären sogar noch 2 Züge gefangen, die da jetzt nicht so einfach wegkommen. In Kreuzberg stehen 2 Linden, ja. Ja. Die wird man wahrscheinlich auch nur vor Ort irgendwie die Wagenkästen auf dem Laster und dann irgendwie in die Werkstatt. Ich meine, die ganze Technik ist ja eh dann wahrscheinlich erstmal wartungsbedürftig. Nun ja, wir hatten schon mal eine Situation an anderer Stelle. Ich erinnere mich nicht mehr genau wo, aber sowas ist ja schon mal vorgekommen. Also ich sehe unsere Aufgabe jetzt als Ahrtalbahnfreunde, wenn wir schon hier uns bemühen um Verbesserungen, jetzt natürlich um rasche Wiederaufbau. Das ist vollkommen klar, weil leider haben die Erfahrungen der letzten Jahre auch immer wieder gezeigt, dass Straßenbauplanungen, auch Renovierung von Straßen relativ schnell geplant werden, umgesetzt. Aber bei Eisenbahnen tut man sich irgendwie immer sehr schwer. Es ist allerdings ein Riesenvorteil, dass sämtliche Städte und Gemeinde an der A-Schiene, an der Ahrtalbahn eisenbahnfreundlich sind und sehr drauf bedacht sein werden, dass die Eisenbahn auch wieder so aufgebaut wird, wie sie mal war. Davon gehe ich also hundertprozentig aus. Jetzt sind wir aber in Deutschland und in Deutschland ist das alles immer nicht so einfach. Mit Baurecht, mit Planfeststellungsverfahren. Wollen wir mal hoffen, dass das alles nicht zu arg das Ganze wieder verzögern wird, weil die Strecke, die wird ja jetzt doch einige Monate noch nicht befahrbar sein, wenn nicht sogar Jahre. Haben Sie eine Schätzung, wie lange das dauern könnte? Überhaupt keine Schätzung, aber ich meine, ich sag ja technologisch, ist das jetzt alles machbar. Natürlich muss jetzt mal erst untersucht werden und geplant werden, was notwendig ist zur Wiederherstellung. Aber ich sage mal, Brücken zu bauen, wenn die Widerlager gegebenenfalls noch fest genug sind und der Untergrund fest genug ist, das dürfte wirklich kein Problem sein. Planfeststellung brauchen wir nicht. Es wird lediglich noch Plangenehmigung geben, weil die Bahnstrecke ist ja da, ist zwar zerstört, aber die ist ja da, die ist ja gewidmet. Also da sehe ich jetzt überhaupt kein Problem. Und wie gesagt, die Anrainergemeinden sind alle seit vielen, vielen Jahren schon von meinen Vorgängern als Dienststellenleiter in enger Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesbahn und dann nachher auch mit DB Regio und so weiter sehr, sehr darauf fokussiert, dass hier eine vernünftige Eisenbahnverbindung wieder herkommt. Da habe ich überhaupt kein Problem. Also man könnte das ja direkt aufbauen und das elektronische Stellwerk dann gerade mit. Die mechanische Technik wird wahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz kommen. Ja, das war meine Idee. Ja klar, das ist logisch. Aus technologischer Sicht sehe ich auch, es sollte jetzt ein halbes Jahr praktisch durchgehend Vollsperrung sein. Also ich will nicht sagen, dass es ein Glücksfall ist, um Gottes Willen, ist tragisch, die ganze Geschichte. Aber man kann natürlich jetzt vieles miteinander kombinieren. Ich gehe allerdings auch davon aus, ganz vorsichtig mal gesagt, dass wir die ganze Strecke wiederhergestellt in 2 bis 3 Jahren. Mit aller Vorsicht. Was aus meiner Sicht möglich sein wird, relativ schnell wieder bis Ahrweiler zu fahren. Gegebenenfalls bis Walpertsheim. Weil da die Kunstbauwerke kaum betroffen sind. Da sind wohl im Raum Heimersheim
Unterspülungen, aber nach meiner Schätzung nur an einer Stelle. Also das heißt, das würde man, das ist in der Höhe auch der Firma Apollinaris, das würde man relativ schnell wiederherstellen können. Da kann man zumindest den unteren Bereich relativ schnell wieder an die Hauptstrecke anbinden. Und dann den Rest so stückchenweise vielleicht wieder so ein Bahnhof weiter, wieder ein Bahnhof weiter, könnte man das ja nach und nach wieder erweitern. Das wäre die Idee. Ja. Also wir werden als Adlerbahn-Freunde im politischen Sinne alles daran setzen natürlich, dass das so wieder, dass das so geplant wird und auch so schnell wie möglich umgesetzt wird. Glauben Sie, dass jetzt eine Diskussion darüber kommt, wie wirtschaftlich das Ganze ist, ob dann nicht wirklich nochmal eine deutliche Stilllegungsdiskussion kommen wird? Also ich erwarte die nicht. Ich erwarte die nicht, weil die meiner Ansicht nach, das habe ich jetzt zweimal schon erwähnt, im kommunalpolitischen, im kreispolitischen Sinne unterdrückt würde. Das kann von außen reingetragen werden, ja, aber ich glaube, wir leben jetzt Gott sei Dank und ich hoffe in einer ganz anderen Zeit, wo andere Werte eine Rolle spielen und nicht die reine Betrachtung einer Reisendenzahl donnerstags morgens. Ja, und wie Sie auch schon sagten, das Ahrtal ist ja auch ein sehr touristisches Gebiet, da ist die Eisenbahn ja auch eine wichtige Sache. Vor allem, ja, wenn sie so viel fährt, wie Sie sagten, ist das ja auch ein Argument, im Ahrtal Urlaub zu machen eigentlich. Also eigentlich spricht ja wirklich sehr viel für die Eisenbahn im Ahrtal. Das haben sehr viele gemacht im Ahrtal Urlaub, also Lang- und Kurzzeiturlaub, vor allen Dingen am Wochenende. Das war beliebt oder ist beliebt, wird auch wieder beliebt werden. Wenn Sie jetzt sehen, Bad Neuenahrweiler als Kurstadt, Ahrweiler mit wunderschönem alten Ortskern, 2000 Jahre alt fast, dann Dernau, wunderschöner Ort, da gehe ich auch davon aus, die Bewohner werden das schnell wieder aufbauen. Rech, Maischoss, Altmar. Altmar ist natürlich sehr stark getroffen, mit am stärksten getroffen von den Weinorten. Das wird die meiste Zeit in Anspruch nehmen, in Altmar halt eben wieder Zustände herzustellen, wo auch wieder Tourismus ein bisschen probieren kann. Ja, gerade um Altmar sind auch sehr, sehr viele Brücken. Da ist wahrscheinlich dann das meiste auch zu reparieren in dem Bereich. Ja, aber auch der Fahrradweg, ne, will ich mal sagen. Und die Bundesstraße. Die Bundesstraße ist total zerstört. Führt ja auch durch den Tunnel in Altenahr. Die ist total niedergemacht. Die Bahn führt hinter den Brücken an für sich in einem hohen Abstand, wo sie doch weiter weg und nicht von der A betroffen war, dann in mehrere Tunnelbereiche. Die dann auch wahrscheinlich nicht so betroffen sind. Aber das sind nur 3 Kilometer. Jetzt schweife ich noch mal ein bisschen ab. Es gab ja im Ahrtal noch eine weitere Strecke, die mal angefangen wurde zu bauen, aber dann nicht mehr weitergebaut wurde. Sie heißt heute immer noch so die unvollendete Strecke. Was hat es eigentlich mit der auf sich? Ja, das war ja eine Überlegung vom Ersten Weltkrieg aus gesehen. Und im Zweiten Weltkrieg realisiert, eine Entlastungsstrecke für die Rhein-Mosel-Saar-Strecke, um die Verbindung der Montanindustrie, Saarland und Ruhrgebiet im Kriegsfall aufrechterhalten können. Und diese Strecke sollte gebaut werden von Lippla über Meckenheim, dann runter über die sogenannte Grafschaft Ringen. Hier heißt der Ort, kam in Ahrweiler oben am Hang. Wo führte die am Hang entlang, langsam dann runter in den Rech auf die Ahrtalbahn. Entsprechend wurde auch das BW Kreuzberg damals erweitert im Hinblick auf diese Situation, Dampflok-BW. Die Strecke war bis aufs Planum festgestellt. Die Brücken waren auch schon hergestellt. In Dernau sieht man auch die Tunnels noch. Man kann teilweise durchlaufen. Und in 2 Tunnels wurde ja auch damals der Regierungsbunker reingebaut, der heute also teilweise das Museum noch zu besichtigen ist und man geht auch wirklich ein Stück durch den Eisenbahntunnel. Wurde nie fertiggestellt, bis aus Planung war alles vorhanden. Man sieht heute noch viele Reste. Wenn man sich Bilder aus diesem Bunker mal anguckt, da sieht man auch deutlich, das ist als Tunnel geplant gewesen, die Wände sind auffällig rund. Das kann man da schon drin gut erahnen, dass das eigentlich ein Tunnel war. Wenn Sie bis ans Ende des Museums gehen, das ist etwa 200 Meter, dann hat man einen wunderbaren Ausblick in den Resttunnel, will ich mal sagen. Man kann den mittlerweile auch begehen. Mhm. Man kann also aus dem Museum raus noch in den alten Tunnel weiterlaufen.
Also auch haben wir hier an der Stelle nochmal einen Ausflugstipp, wenn man wieder gut ins Ahrtal kommt, kann man sich irgendwann dieses Museum und den Tunnel mal anschauen. Das ist ja auch mal was ganz anderes eigentlich. Man kann man sonst mal im Tunnel rumlaufen. Ja, der ist natürlich im Moment, der ist also vom Hochwasser überhaupt nicht betroffen. Wird allerdings ehrenamtlich von den Ahrweilern, von Ahrweiler Menschen betrieben, vom Ahrweiler Heimatverein. Und es gibt sehr viel daran zu sehen. Ist ja komplett zurückgebaut worden in den 90er Jahren. Und dann hat Ahrweiler sich der Heimatverein bemüht, dass ein Restbestandteil, etwa 200 Meter, noch so belassen wurden, wie es in der Praxis war, in der Realität. Das kann man sich anschauen. Und wie gesagt, auch man kann nachher den Blick dann werfen, 2 Kilometer noch in den Resttunnel. Und wäre dann nochmal ein Krieg ausgebrochen, wäre die Bundesregierung von Bonn aus dann in den Tunnel und hätte von da aus weiter regieren können. Genau. So. Wie es auch bei Berlin von der DDR war. Ja, genau. Und da wurden auch regelmäßig Übungen gemacht. Es gab auch mal immer so eine Verschwörungstheorie, es soll auch einen unterirdischen Tunnel von Bonn dahin geben, aber das ist hat sich als Gerücht herausgestellt, die gibt es nicht. Nein, gibt's nicht. Ja. Noch eine Sache habe ich auch, das ist aber auch eigentlich, schweife ich damit noch so ein bisschen ab. Es gab ja in Remagen nochmal eine Brücke über den Rhein, die auch von der Ahrtalbahn aus direkt angefahren werden konnte. Von der sind heute nur noch die an den Ufern so Türme zu sehen, auf denen die Brücke mal drauf lag. Was hat es denn mit der auf sich gehabt? Die ist ja auch weg. Ja, die wurde auch im Ersten Weltkrieg konzipiert, 1923, wenn ich mich richtig erinnere, fertiggestellt. Und Ihre Hörerinnen und Hörer können die Geschichte nachlesen auf unserer Webseite ahrtalbahnfreunde.de. Da hat ein Journalist uns einen Artikel, einen Abriss geschrieben über die Geschichte der Brücke. Die wurde 1923 eingeweiht, rein aus militärischen Gründen. Vom damaligen Reichskriegsministerium in Berlin gefordert, auch im Hinblick, wenn mal ein Krieg an der Westfront stattfinden würde, dass man dann gegebenenfalls nicht nur in Köln und in Neuwied, sondern auch in der Mitte eine Verbindung von der linken Rheinseite auf die rechte Rheinseite hätte. Und man baute dann zwischen Remagen und Sinzig ein großes Eisenbahnkreuz. Das finden Sie auch, glaube ich, auf unserer Homepage da eine Karte von, wo man nach allen Richtungen fahren konnten, also aus Richtung Bonn an die A, auch von der A nach Sinzig, Koblenz oder geradeaus auf die eingleisige Rheinbrücke und dann direkt anschließend in den Erpeler Tunnel mit einer Kurve nach Norden. Und wer heute Erpel besucht, sieht auch wunderbar noch Tunneleingang, Tunnelausgang und die Schlucht, also die Einkerbung mit dem Ort. Und die eingleisige Strecke kam dann nördlich von Erpel auf die rechte Rheinstrecke. Wurde von 1923 nach der Fertigstellung nur von wenigen Sonderzügen benutzt, nie von Regelverkehren. Und dann im Krieg natürlich sehr stark benutzt, auch von Lazarettzügen und nachher auch mit Planken ausgelegt für Kriegsfahrzeuge. Und dann, als die Amerikaner sie erobert hatten, nach einigen Tagen brach sie dann zusammen und man vermutet halt eben, dass es durch die Kriegsschäden passiert ist, dass sie instabil geworden ist und zum Zweiten natürlich durch die hohe Belastung. Es war so, dass also zunächst mal die Alliierten diese Brücke heftig unter Beschuss genommen haben und als die erobert wurden, haben die Deutschen versucht, halt eben aus der Luft die noch zu zerstören. Aber wie gesagt, die ist dann wahrscheinlich wegen Schäden und wegen der hohen Belastung nach wenigen Tagen nach der Eroberung, ich glaube 7 oder 14 Tage, ich weiß nicht mehr genau, muss ich nachlesen, ist die in sich zusammengebrochen. Ein Teil dieser Brücke wurde dann verwendet und wurde dann für die A-Brücke in Sinzig, für die Rheinstrecke gebraucht. Und die Brücke hat noch dann, ja, die Brücke ist erst erneuert worden in Sinzig, etwa vor 10 Jahren. Da ist jetzt auch ein Museum auf Remagener Seite, da kann man sich das auch alles nochmal anschauen. Leider im Moment geschlossen, wegen Streitigkeiten über Brandschutzanlagen und der Verein hat sich auch
ich sage mal ganz vorsichtig, zerstritten. Leider Gottes, tut mir sehr leid. Man sieht da sehr viel natürlich von der Brückengeschichte. Man kann sich das im Moment nur von außen anschauen. Schade, vielleicht gibt sich das ja in Zukunft nochmal hin. Es gab ja noch eine ganz ähnliche Brücke weiter unten, etwas südlich zwischen Rüdesheim und Bingen, die auch eine Eisenbahnbrücke über den Rhein war. Den haben ja dann die Wehrmacht hat die dann selber noch gesprengt, bevor der Feind rübergekommen wäre. Da kann man heute sogar auch noch die Reste sehen, die hat man an Land einfach so liegen lassen, wie sie gerade zusammengefallen ist. Ja, wer gute Kontakte hat in Erpel, kann auch den Tunnel noch besichtigen. Es fanden da bis vor kurzem noch Theatervorführungen statt, unter anderem auch von einem Koblenzer Theater, was nachgespielt hat die letzten Tage Kriegsende und die Eroberung der Brücke. Ja, das ist auf jeden Fall mal was Spektakuläres. Wer kann denn schon sagen, ich habe mal im Tunnel ein Theaterstück gesehen. Ja. Und gerade dann, wenn der Tunnel ja dann auch zu der Geschichte beigetragen hat, indem der ja zwanghaft zur Brücke dazugehört hatte. Ja, Eisenbahnhistorisch ist viel zu sehen. Ja. Und dann natürlich die Oberaa, die abgebaut wurde bis Adenau, beziehungsweise diese Ort Schuld, von dem jetzt so oft die Rede ist, die Häuser zusammengebrochen wurde. Man sieht da auch auf einigen aktuellen Bildern die Tunneleingänge, wo vermutlich auch Sachen abgestellt wurden. Der Tunnel ist scheinbar nicht beschädigt worden, weil der Bahnhof lag ein wenig oberhalb der Aa, und zwar gegenüber den zerstörten Häusern. Und dann im weiteren Verlauf der Strecke Richtung, die ging ja bis nach Blankenheim, stellt sich dann auch wieder die Situation dar, dass, wenn die Strecke heute noch Bestand gehabt hätten, viele Zerstörungen da entstanden wären durch die Aa. Aber wie gesagt, die Strecke gibt es ja nicht mehr, da lag bis vor der Zerstörung ein Fahrradweg drauf. Ja, der wird dann auch wahrscheinlich... durch die Tunnelbereiche. Also konnte man durch den Tunnel radeln quasi. Ja. Das gibt es ja doch hin und wieder mal in Deutschland, ist aber auch immer schön. Ich bin mal auf einem Wanderweg auch irgendwo in der Eifel durch einen Tunnel gewandert. Das war ein bisschen weiter südlich. Das ist schon was ganz anderes, vor allen Dingen an heißen Tagen angenehm kühl. Ich kann noch einen Tipp geben. Es gibt zwei interessante Bücher, die Ahrtalbahnen von dem Autor Klaus Kemp. Wer sich also dafür interessiert, findet die im Internet. Die Ahrtalbahnen, gibt da eine aktualisierte Auflage, also gibt zwei Serien davon. Eine von vor 15 Jahren und jetzt nochmal, ich glaube vor 5-6 Jahren nochmal eine Neuauflage um die Ecke rum. Die Ahrtalbahnen, Autor ist Klaus Kemp. Ja, das nehmen wir an dieser Stelle als Buchtipp gerne noch mit rein. Da bedanke ich mich, dass Sie mir dann doch mal Ihre Strecke mal ein bisschen vorgestellt haben und vor allen Dingen auch das so drumherum. Dann wünsche ich Ihnen da jetzt alles Gute, dass die Strecke möglichst bald wieder aufgebaut wird und dort wieder Züge fahren können und das natürlich im Ahrtal irgendwann mal nicht mehr so erkennbar ist, was dieses Unwetter dort angerichtet hat. Ja, ich bedanke mich auch für die Möglichkeit, die Ahrtalbahn auch im Wege nochmal vorzustellen. Und wer Interesse hat, mehr zu erfahren, wie gesagt, auf unserer Webseite ahrtalbahnfreunde.de. Vielen Dank. Und ganz wichtig, Ahrtalbahn schreibt sich mit AH, die andere Ahrtalbahn mit 2A, die ist ein bisschen weiter südlich. Vielen Dank. Ja, gerne. Wiederhören. Im September ist Bundestagswahl in Deutschland. Die Zeitschrift Der Schienenbus hat sich mal die Wahlprogramme der Parteien vorgenommen und diese nach dem Stichwort Eisenbahn durchsucht. Am Telefon ist jetzt Michael Frömming, Chefredakteur der Zeitschrift Der Schienenbus. Hallo Michael. Hallo Gregor. Wo steht eigentlich die Eisenbahn bei der Bundestagswahl? Dazu habt ihr in eurem Heft einen Artikel. Genau, wir haben mal die Programme der größeren Parteien, die zur Bundestagswahl anstehen, uns angeschaut. Und was
die zum Thema Eisenbahn sagen, haben wir mal analysiert und stellen das in dem neuen Schienenbus-Magazin dar. Das wird jetzt aber wahrscheinlich nicht sein. Union ist so tendenziell gegen die Eisenbahn und die Grünen dafür. Also wir haben das uns genau angeguckt. So einfach ist das nicht, dass man sagen kann, die sind gut, die sind böse, schwarz und weiß oder grün und rot, sondern die Aussagen, die ähneln sich schon. Eigentlich bei allen kann man schon feststellen, dass die Kernaussage bedeutet, Eisenbahn und Schienenverkehr ist uns wichtig. Was wir aber dann herausgefunden haben, ist, außer dieser Ankündigung, das ist wichtig, ist das nicht richtig tief untermauert mit konkreten Maßnahmen. Also Klimaschutz, Verkehrswende, für die Bürgerinnen und Bürger den Schienenverkehr ausbauen, das steht eigentlich wortwörtlich bei allen drin. Aber was konkret heißt das eigentlich? Also konkrete Maßnahmen, wie viel Schienenstrecken beispielsweise elektrifiziert werden oder welche Bahnstrecken werden reaktiviert? Wie ist die Antriebstechnologie der Zukunft? Das ist alles sehr blumig ausgeführt und man gewinnt so den Eindruck, man will sich auch gar nicht mehr festlegen, sondern so eine Art Wohlfühlatmosphäre schaffen, dass man die Bürger mitnimmt, einerseits. Andererseits will man die Bürger aber auch nicht verprellen, weil wenn man reaktiviert, sind die Bürger ja teilweise gar nicht mehr dafür, sondern bilden gleich Bürgerinitiativen. Die will man dann auch nicht gegen sich haben. Also das ist sehr blumig. Unterm Strich muss man aber sagen, positiv ist, dass das Thema Schienenverkehr überhaupt mal wieder deutlich artikuliert wird. Wie gesagt, der Unterbau fehlt uns aber. Kann man denn so sagen, es gibt Parteien, die so ein bisschen mehr in Richtung, wir sollten mal ein bisschen was reaktivieren, tendieren? Oder ist dieses Schwammige, zieht sich das eigentlich durch alle Parteiprogramme durch? Also im Groben kann man schon Unterschiede sehen, dass die eine Partei mehr für Bahnreaktivierung tendiert, andere dann sagen Ausbau des Schienenverkehrs, aber nur im Einklang mit den Bürgern. Das subsumiert eigentlich schon die Unterbotschaft. Ja, aber wenn die Bürger dagegen sind, sind wir auch dagegen. Da will man sich nicht festlegen. Das unterscheidet sich in Nuancen in der Tat schon. Aber was in der Analyse fehlt, sind wirklich griffige Themen, wo man sagt, wir wollen 10% mehr Elektrifizierung oder ein Bündel von Bahnstrecken, die reaktiviert werden sollen. Ich finde interessant an der ganzen Geschichte, dass es jetzt flankierend Öffentlichkeitsarbeit gibt, wenn man mal jetzt sieht, dass die Deutsche Bahn angekündigt hat, ist ja immerhin auch ein Unternehmen des Staates, der aktuellen Bundesregierung im Prinzip, die gesagt haben, wir reaktivieren bundesweit 20 Bahnstrecken. Das kurz vor der Bundestagswahl ist ja auch ein Signal, dass man deuten könnte, dass die bisherige Bundesregierung in diesem Feld viel beackert hat. Wenn man sich das aber genau anschaut, dann würde ich mal vorsichtig sagen, das ist so ein bisschen Beiwerk jetzt für die Wahl, weil es sind überhaupt gar nicht die privaten Eisenbahnen berücksichtigt, von denen ja auch einige reaktiviert werden sollen. Und am Ende entscheidet gar nicht der Bund, sondern die Länder, die mit ihren Regionalisierungsmitteln, die zwar vom Bund zur Verfügung gestellt werden, aber die Länder entscheiden, welche Strecken reaktiviert werden. Und wenn man ganz genau betrachtet, sind das viel mehr Strecken inzwischen als diese 20, die der Bund da postuliert. Also kann man eigentlich sagen, die können da jetzt erzählen, was sie wollen, aber eigentlich ist es ja doch Landessache. In der Tat ist es Landessache. Die Länder entscheiden über die Vergabe der Regionalisierungsmittel. Bundespolitisch ist es eher dann interessant, wie denn die Grundlagen für Reaktivierung mal sich hoffentlich bald verändern. Also das ist dann schon ein Bundesthema. Das findet sich auch tatsächlich in dem einen oder anderen Wahlprogramm, dass die Rahmenbedingungen, die gesetzlichen, geändert werden müssen. Zum Beispiel die sogenannte standardisierte Bewertung. Die Länder können ja fordern, was sie wollen an Reaktivierung, aber wenn die Kosten-Nutzen-Untersuchung am Ende ergibt, das lohnt sich nicht, dann ist es nicht weit her mit der Reaktivierung, weil dann spätestens Landes- und Bundesrechnungshöfe Alarm schlagen. Und man muss einfach sagen, diese Bewertungsgrundlage, die ist sowas von verstaubt und passt nicht mehr in die aktuelle Welt. Die Grundlagen, die müssen überarbeitet werden und das ist eine Bundesaufgabe. Und solche klaren Ansagen, die fehlen im Wahlprogramm. Das wäre wünschenswert, wenn dann sowas auch dann nach der Bundestagswahl von wem auch immer in die Umsetzung kommt. Ist das denn in gar keinem Parteiprogramm drin, dass man diese Grundlagen sich mal anschaut und die dann mal überarbeitet? Doch, das findet sich in dem einen oder anderen Wahlprogramm schon wieder. Das ist auch gut. Und da muss man dann tatsächlich die jeweiligen Parteien dann auch am Ende genau beim Schopfe packen, dass das auch passiert.
Man muss aber auch sagen, egal ob es eine große oder kleine Partei ist nach der Wahl, wir wissen ja heute noch gar nicht, wie die Wahl ausgeht natürlich, aber dann kommen ja als nächstes dann Koalitionsverhandlungen und sagen wir mal, Partei X oder Y hat das im Wahlprogramm stehen und ist dafür gewählt worden, ist möglicherweise dann in einer Regierungskoalition der kleinere Partner, wo dann in der Verhandlung zu allen anderen Themen das Thema Eisenbahn und solche Details wie standardisierte Bewertung, da weiß ja keiner, was das ist überhaupt, außer der Bahnszene, dass das wieder hinten runterfallen kann, weil natürlich in einer Regierungskoalition, in einem Koalitionsvertrag Kompromisse geschlossen werden müssen. Also das heißt, selbst das, was da heute angekündigt ist in dem einen oder anderen Wahlprogramm, muss, sollte diese Partei gewählt werden, natürlich die Koalitionsverhandlung auch überstehen. Ich hatte in der letzten Sendung ein Interview geführt mit ProBahn und da ging es unter anderem um das Thema Fahrkartenkauf und auch Fernverkehr. Und die Idee kam so ein bisschen auf, eine Art Verkehrsverbund zu gründen oder eine Art Aufgabenträger eher zu gründen für den Fernverkehr in Deutschland. Und Lukas Iffländer, mit dem ich gesprochen habe, sagte, ja, nach der Bundestagswahl könnte man eher eine Prognose geben, ob das kommen könnte. Wie sehen denn die Wahlprogramme dahingehend aus? Haben sich da Parteien so Gedanken gemacht, ja, da könnte man was machen von der Art? Ja, auch da gibt es Ansätze in diese Richtung, auch das Thema Trennung Netz und Betrieb, auch so ein Dauerbrenner findet sich auch wieder. Wir haben das analysiert und da kann man im neuen Schienbus dann auch gucken, wer was dazu geäußert hat. Da ist natürlich dann abzuwarten, was nach der Wahl denn davon übrig bleibt. Ich meine, so Themen wie Deutschlandtakt sind ja auch Themen, die in den vergangenen Wahlprogrammen der Bundesregierung, teilweise auch in den Landesregierungen, sich immer wieder gefunden haben. Das findet jetzt, sagen wir mal, mindestens 10, 15 Jahre, nachdem das erste Mal in irgendeinem Wahlprogramm stand, findet das jetzt Anklang und kommt auch teilweise in die Umsetzung. Das dauert einfach nur ewig. Und der Aufgabenträger Personenfernverkehr, das wäre natürlich schon eine sehr sinnvolle Sache, weil das sind Webfehler der Bahnreform aus dem Jahr 1994, dass der Fernverkehr eben eigenwirtschaftlich zu betrachten ist. Da wissen eigentlich alle Beteiligten, dass das auch nicht dauerhaft ist. Aber es gibt, und das muss man auch berücksichtigen, natürlich auch starke Interessen, die da wenig Sinn drin sehen, die gar keinen Wettbewerb auf den Gleisen haben wollen, weil man eben Besitzstandswahrung machen möchte. Ende Juni hat sich ein Bürgermeister im Lumdatal ein bisschen verrannt mit einer Aussage auf der Lumdatalbahn, die zu reaktivieren auch ist und auch groß im Gespräch ist. Könnte man doch auch die Trasse nutzen, um da Autoverkehr stattfinden zu lassen. Gibt es denn in den Wahlprogrammen ähnliche Forderungen auch von anderen Parteien, beziehungsweise überhaupt noch Strecken stillzulegen? Also da muss man sagen, um mal jetzt eine Partei zu nennen, es ist eben so, haben die Partei Bündnis 90 Die Grünen gesagt, keine Entwidmung von Bahntrassen mehr. Gut, das findet sich auch in dem einen oder anderen Landesprogramm und auch in den Koalitionsvereinbarungen verschiedener Landesregierungen. Es findet dann am Ende doch hier und da mal statt, weil es eben vor Ort verrückte Lokalpolitiker gibt, die mit dem Thema Verkehrswende eben gar nichts anfangen können und wie gerade in dem geschilderten Beispiel tatsächlich noch irgendwo in den 70er, 80er Jahren hängen geblieben sind und statt Eisenbahntrassen dann Autotrassen als die Perspektive sehen. Das sind Einzelkämpfer von Parteien, da ist keine Partei von frei. Also auch die Partei Bündnis 90, die Grünen, die ja eher auch für Bahn- und Eisenbahnsicherung steht, die haben dann auch so den einen oder anderen Menschen in ihren Parteien, die dann auch engagiert gegen Bahnreaktivierung kämpfen. Das ist im Hunsrück beispielsweise der Fall, wo ein einzelner Grüner dann immer versucht hat, die Reaktivierung zu verhindern. Da ist man nie vorgefeit, dass es da Leute gibt, wo man fragt, warum sind die eigentlich in dieser Partei? Aber das ist so und das hat jede Partei und entsprechend im Lumdatal ist es ähnlich. Das steht nicht unbedingt für die Mehrheit, aber wir sind in einer Demokratie, es ist auch in Ordnung, dass jeder seine Meinung geben darf. Das müssen die Parteien natürlich intern klären. Also die kann man als so einzelne Spinner abstempeln, so ein bisschen Konsens und Grundgedanke eigentlich von allen Parteien ist es, mit der Eisenbahn etwas aufwärts zu gehen.
kann man zusammenfassen. Ja, definitiv alle Parteien, muss man wirklich sagen. Da hat sich viel getan. Alle Parteien sagen, dass die Schiene der Verkehrsträger der Zukunft ist. Das ist auch gut so. Das ist auch gar nicht selbstverständlich, wenn man mal so 20, 30 Jahre zurückblickt. Aber es reicht eben aus meiner Sicht nicht aus. Das muss wirklich unterfüttert werden. Und neben diesen vagen Aussagen, wir sind alle pro Schiene, muss dann auch nach der Bundestagswahl ein deutliches mehr an Investitionen kommen. Das findet sich auch nicht wieder. Wie viel Geld will man denn mehr ausgeben? Wie viele Strecken sollen elektrifiziert werden? Welche Bahnlinien sollen reaktiviert werden? Wie soll die Zukunft von Bahnnetz und Betrieb gehen? Aufgabenträger SBNV, das ist geklärt. Aber was ist mit dem Fernverkehr? Da sind viele spannende Themen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass da nach der Bundestagswahl auch einiges von in die Umsetzung kommt. Dafür ist das Thema inzwischen gesellschaftlich zu relevant, als dass man das aussitzen könnte. Also, mit der Eisenbahn wird es aufwärts gehen, in welcher Konstellation auch immer, sagt Michael Frömming, Chefredakteur der Zeitung Der Schienenbus. Danke, Michael. Danke, Gregor. Viele kennen den Frankfurter Hauptbahnhof. Ein großer Kopfbahnhof, 25 Gleise oberirdisch sowie noch 4 Gleise unterirdisch für die S-Bahn. Daran angeschlossen ein Tunnel, der unter der Stadt durchführt. Der Bahnhof ist allmählich an seine Kapazitätsgrenze gestoßen und müsste erweitert werden. Die Idee ist ein Fernbahntunnel, der im Westen der Stadt unter dem Bahnhof verschwindet. Unter dem Hauptbahnhof sollen 4 Bahnsteige entstehen und der Tunnel soll östlich wieder an 2 Strecken nach Hanau anschließen. Diese Idee erinnert ein wenig an Stuttgart 21. Übrigens, es war einmal dasselbe wie in Stuttgart für Frankfurt geplant. Frankfurt 21. Diese Pläne hat man allerdings wieder verworfen. Wir sprechen jetzt mit jemandem, der sich mit der Verkehrsgeschichte in Hessen und im Besonderen auch mit Frankfurt auskennt. Am Telefon begrüße ich jetzt Wilfried Staub, Pressereferent von ProBahn. Hallo Wilfried. Hallo. Der Frankfurter Hauptbahnhof ist ja eigentlich so der wichtigste Bahnhof in Deutschland oder auf jeden Fall in Hessen, für Deutschland ein sehr, sehr wichtiger. Ein Bahnhof, in dem S-Bahn-Züge fahren, in dem Regionalzüge fahren, in dem Fernverkehrszüge fahren. Es gibt eigentlich kaum was, was dort nicht fährt. Hin und wieder verirrt sich mal ein fehlgeleiteter Güterzug noch dazu, aber das ist ein Thema für sich. Ja, wie fing es denn an mit dem Hauptbahnhof? Also der hat ja 24 Hallengleise und das ist ein Kopfbahnhof. Ist ein Kopfbahnhof und geht auf, zurück auf das Jahr 1888. Aber wenn wir noch ein paar Jahre zurückspulen in die Zeit des Beginns der Eisenbahn in Deutschland, die erste Eisenbahn hier im Rhein-Main-Gebiet, die fuhr ja bereits 1838, 39, 40, die sogenannte Taunusbahn von Frankfurt über Hattersheim nach Wiesbaden. Dann später kamen andere Linien dazu, die nach Mainz, die nach Darmstadt, Heidelberg, die nach Hanau. Und alle diese Bahnstrecken hatten ihren eigenen Kopfbahnhof irgendwo verteilt im Stadtgebiet. Zum Beispiel die Hanauer Eisenbahn in der Zobelstraße, in der Nähe vom Zoo, die von Wiesbaden endete etwa in Höhe des jetzigen Messegeländes, die von Darmstadt zunächst in Sachsenhausen und später dann an der Hauptbache, nachdem die Brücke fertiggestellt wurde. Aber das war kein Konzept für die Zukunft, obwohl es ja heute in London oder in Paris immer noch so ist, dass es ja die Regionallinien oder die Ausmesserlinien dann irgendwo in der Stadt enden und keine direkte Verbindung miteinander haben. Aber in Frankfurt hat man sich entschlossen, dann den Hauptbahnhof zu bauen, damals auf der grünen Wiese als Kopfbahnhof, und du hast richtig gesagt, mit 24 Gleisen, später kamen noch 2 dazu, das Gleis 26 und 27, die wurden dann wieder zurückgebaut und eins wird jetzt wieder regeneriert für die Frankfurt-Königsteiner Eisenbahn. Wie gesagt, der Bahnhof lag damals auf der grünen Wiese, aber man hatte sehr schnell auch das Gelände dazwischen bebaut, auf links und rechts der Kaiserstraße, das war vorausschauend geplant, sodass der Frankfurter Hauptbahnhof
Hauptbahnhof heute mitten in der Stadt liegt. So viel zum Hauptbahnhof. Er ist ja einer der stärkst frequentiertesten, auf jeden Fall der stärkst frequentiertesten in Deutschland, mit immerhin heute 460.000 Fahrgästen pro Tag und wäre schon längst aus allen Nähten geplatzt, wenn man ihn nicht schon 1972 mit weiteren 4 Gleisen erweitert hätte, nämlich die S-Bahn-Gleise, die dann in Frankfurt tief unter der Stadt durchgehen und zunächst an der Hauptwache geendet haben, später Konstablerwache und dann am Südbahnhof und der weitere Abzweig dann Richtung Mühlberg nach Offenbach. Also die S-Bahn, die entlastet den Hauptbahnhof dadurch, dass die einfach durchfährt. Sie hält kurz, fährt weiter, hat noch ein paar Stationen in der Stadt, aber der Tunnel, der hat ein Ende, nicht wie am Anfang an der Hauptwache, sondern er führt aus der Stadt wieder raus. Die Züge können durch Frankfurt fahren. Das entlastet den Hauptbahnhof schon mal, denn die Züge stehen nicht oben lange rum, brauchen nicht lange Zeit zum Wenden, sondern sind schnell wieder weg. Richtig. Während der Präsentation des Fernbahntunnels, zu dem wir später noch zu sprechen kommen, wurde ja gesagt, wir haben im Moment 1250 Züge im Hauptbahnhof hoch in der Halle und 900 S-Bahn-Züge. Wenn die noch alle in der Halle enden hätten müssen, dann wäre Frankfurt schon längst zusammengebrochen. Also die S-Bahn war die erste große Erweiterung des Frankfurter Hauptbahnhofs 1972. Und wenn die S-Bahn nicht durch den Tunnel fahren kann, was man in den letzten Jahren da an Bauarbeiten mal gemerkt hat, da mussten andere Züge dann in Bahnhöfen drumherum wenden, denn der Hauptbahnhof, ja, der hatte die Kapazität nicht. Als der S-Bahn-Tunnel mit neuer Signaltechnik modernisiert wurde, da hat er eigentlich bewiesen, der Hauptbahnhof reicht nicht für S-Bahn, der Tunnel ist zwingend notwendig und ja, wird ja auch gebraucht. Ja, und dann kamen die ersten Ideen, wie man den Frankfurter Hauptbahnhof weiter erweitern kann. Es gab so eine kuriose Idee, dass man einen Querbahnhof über den Gleisvorfeld errichtet, und zwar etwa in Höhe der Main-Neckar-Brücke, also der alten Niederräder Brücke, für die Züge, die von Kassel kommen, durchgehend dann nach Heidelberg und Mannheim. Die hätten dann oben im Level 1 gehalten und drunter wäre ein Triebwagen gestanden und der wäre dann alle 5 Minuten zum Hauptbahnhof gependelt. Aber die Idee hat man dann auch fallen gelassen aus betrieblichen Gründen. Und es hätte auch nicht so viel gebracht, dass man es von einer Erweiterung hätte sprechen können. Also an der Stelle, von der du sprichst, das ist so ein guter Kilometer von den Bahnsteiggleisen weg. Ja. Da geht ja eine Strecke drüber, da fahren die Güterzüge am Frankfurter Hauptbahnhof vorbei. Da hätte man dann halten können. Aber man hat das gedacht, man hätte dort 4 Gleise zusätzlich errichtet zum Halten. Aber das wäre keine große Kapazitätserweiterung gewesen und hätte den Nachteil gehabt, dass die Leute also die Treppe runter müssten oder mit Aufzug runter und dann ein Stück mit dem Triebwagen fahren, 1 Kilometer etwa, dann wieder aussteigen und dann wieder in den nächsten Zug umsteigen. Das wäre zu umständlich gewesen und hätte, wie gesagt, auch nur eine Strecke entlastet, nämlich die Strecke von Kassel Richtung Mannheim-Heidelberg. Jetzt gibt es aber auch manche Fernverkehrszüge, die halten gar nicht mehr im Frankfurter Hauptbahnhof. Es gibt welche, die halten im Frankfurter Südbahnhof oder nur am Flughafen oder manche in Frankfurt West. Ist das nicht schon eine Idee, den Hauptbahnhof zu entlasten, dass die Züge gar nicht mehr reinfahren? Man muss dann mit der S-Bahn oder mit was anderem eine Station rausfahren, kann dann erst umsteigen? Das ist eine notgedrungene Maßnahme, weil die Kapazitäten nicht ausreichen. Also einige Züge von der Rheinstrecke oder von der neuen Neubaustrecke Köln-Frankfurt, die fahren nicht mehr den Hauptbahnhof an, sondern halten logischerweise auf dem Flughafen und dann nochmal in Süd. Aber der Südbahnhof, und das haben Befragungen von ProBahn bei Fahrgästen ergeben, ist keine Alternative für den Hauptbahnhof. Weil ich kann nur in beschränkte Richtungen umsteigen. Aber die Leute, wenn sie nach Frankfurt wollen, wollen sie in die Stadt, wollen sie möglichst nah an die Messe oder wollen in möglichst alle Richtungen bequem umsteigen können. Und der Charme von einem Kopfbahnhof ist ja, dass du eigentlich ohne Treppen, ohne Aufzüge, ohne Rolltreppen von einem Gleis zum anderen wechseln kannst. Wenn auch die Wege manchmal relativ lang sind, wenn du Pech hast und am Ende des Zuges aussteigst und am anderen Ende wieder einsteigen musst, dann hast du schon Wege. Aber wie gesagt, ohne Schwierigkeiten, ohne Treppe ist das zu überwinden. Das ist der Charme eines Kopfbahnhofes und deshalb bleibt ja bei allen Überlegungen, die jetzt kommen oder die wir demnächst noch besprechen werden, der Kopfbahnhof auch in dieser Form vollkommen erhalten.
Also man kann festhalten, dass die Züge nicht im Hauptbahnhof halten, sondern irgendwo drumherum, ist eigentlich nur ein Nachteil, zumal die Umsteigekette auch einfach um einen Umstieg mehr wird im Zweifel und das auch wieder so ein Glied der Reisekette sein kann, in dem nachher die Verspätung ist. Man verpasst seinen Fernzug, wenn es auch noch blöd läuft. Das ist einfach nicht gewollt. Das macht es einfach nur umständlich. So, jetzt haben aber sich ein paar Ingenieure hingesetzt und haben gesagt, naja, einen Tunnel haben wir hier mit den S-Bahnen, das klappt ja ganz gut. Machen wir doch noch einen Tunnel. Da denkt man zuerst mal an Stuttgart, die gerade ihren Kopfhauptbahnhof in einen Tunnel verlegen. Die Kritik dazu kennt jeder. Es ist gerade im Bau. Ja, für Frankfurt gab es ganz ähnliche Pläne. Also Frankfurt wird dann immer verglichen mit Frankfurt, mit Stuttgart 21, weil es gab ja auch mal die Pläne Frankfurt 21. Die hatten aber nicht die Vorteile wie bei Stuttgart, Vorteil in Anführungsstrichelchen, dass nämlich dann Gleisgelände frei wird und das dann lukrativ an irgendwelche Investoren verkauft werden kann. Das war in Frankfurt nicht der Fall. Hier hätte man, wenn man damals Anfang der 90er Jahre diese Pläne verwirklicht hätte, dann würde der Hauptbahnhof in der Mitte aufgerissen. Es wäre eine tiefe Grube entstanden, von der man oben hätte reinblicken können. Es wären also oben Gleise verloren gegangen und unten hätte man einen Tiefbahnhof gebaut, der dann quer durch die Stadt Richtung Osten weitergeführt worden wäre. Dann hat man die ersten Überlegungen angestellt und die ersten Probebohrungen gemacht, wie der Untergrund aussieht. Und das ist ja eine der großen Voraussetzungen, wenn man solche Projekte macht, dass man sich informiert, wie der Untergrund aussieht. Beispiel Rastatt. Und da haben die Ingenieure festgestellt, Hände weg. Der Untergrund in Frankfurt ist für solche Geschichten nicht geeignet, weil wir ständig einen Wechsel haben von Lösboden über Lehmboden und sogar Felsen. Ganz gravierend zum Beispiel im Bereich des Westbahnhofes. Da musste man für die S-Bahn in Level 1 gehen und nicht, wie man eigentlich ursprünglich wollte, bereits dort in den Untergrund. Der Boden hat das einfach dort nicht zugelassen. Und diese Schwierigkeiten haben die Ingenieure dazu bewegt zu sagen, Hände weg. Außerdem hätte man die ersten Hochhäuser, die ja bis zu 50 Meter tief gegründet sind, also die Pfahlbauten, die da man macht, oder Betoneinlässe, die gehen bis zu 50 Meter in den Untergrund hinein, hätte man unterfahren müssen und wäre dann in einer Tiefe von 80 Meter gelandet. Und da sagt jeder Tunnelbauer, Hände weg. Ja. So ist also Frankfurt Gott sei Dank gestorben. Die Verbände waren von Anfang an dagegen und auch der damalige hessische Verkehrsminister hat aus finanziellen Gründen gesagt, da machen wir nicht mit, lasst euch was anderes einfallen. Aber wenn du doch sagst, die Untergründe sind so verschieden und kompliziert in Frankfurt, wie hat denn das dann so gut mit dem S-Bahn-Tunnel in den 70er Jahren geklappt? Weil der geht ja unter der Stadt durch. Der geht unter der Stadt durch, aber der geht in einen Bereich durch, wo erstmal noch keine Hochhäuser sind. Und zweitens, er nutzt, oder das Gelände dort ist so beschaffen gewesen, dass man da keine Befürchtungen hatte, dass man auf Schwierigkeiten stößt. Und hat sich auch bewahrheitet. Ja, funktioniert ja sehr gut. Man hat ja festgestellt, die Kapazitäten reichen nicht. Sie werden in Zukunft überhaupt nicht mehr reichen. Man muss sich also irgendwas einfallen lassen. Und dann kam das Frankfurt Plus Programm, das eine ganze Reihe von Ersatzmaßnahmen dann vorgesehen hat. Und die meisten davon sind auch heute noch aktuell und werden sogar verwirklicht. Ich nenne hier nur den Ausbau Homburger Damm zweigleisig, der sechsgleisige Ausbau der Strecke Hauptbahnhof nach zum Stadion, also mit einer zweiten Niederräder Brücke im Westen, der zweigleisige Ausbau der Umfahrungsspange Luisa, der viergleisige Ausbau Hauptbahnhof Friedberg, der ist da jetzt in Angriff genommen, wird dann weiter fortgeführt, irgendwann hoffentlich dreigleisig bis nach Gießen. Der viergleisige Ausbau Frankfurt Hauptbahnhof Hanau, eventuell sogar weiter bis Wolfgang. Und die Sache mit der Regionaltangente West, ein ganz wichtiges Projekt, was kurz vor dem letzten Planfeststellungsverfahren steht. Und ganz wichtig, die Entflechtung des Gleisvorfeldes Frankfurt, damit sich keine Züge im Gleisvorfeld kreuzen und dann
Züge nicht in den Hauptbahnhof rein können oder rauskommen. Das war das Folgeprogramm und das Folgeprogramm muss auch weiter verfolgt werden. Aber das reicht natürlich nicht und dann kam überraschend im Herbst 2018 die Idee auf Fernbahntunnel Frankfurt. Da hat das Verkehrsministerium ein paar Striche durch Frankfurt gezeichnet und hat gesagt, hier brauchen wir einen Fernbahntunnel. Ja, das Ganze erinnert jetzt trotzdem erstmal wieder an Frankfurt 21, was man ja eigentlich mal gesagt hat, das machen wir nicht. Was soll denn dann der große Unterschied dazu sein? Also es wird ja trotzdem ein weiterer Tunnel sein, der in den Hauptbahnhof kommt, an dem Fernzüge halten werden. Der große Unterschied ist, gegenüber Stuttgart 21 und gegenüber den vorhergehenden Plänen, ist, der Hauptbahnhof in der jetzigen Form wird nicht angegriffen. Das heißt, der Betrieb wäre auch gar nicht mehr einzuschränken, ohne dass es zu einem Verkehrskollaps kommt. Du hast es schon gesagt, bei den irgendwelchen Baumaßnahmen, wenn die da erfolgen müssen, dann haben wir das totale Chaos. Also der Hauptbahnhof oben bleibt bestehen und auch während der Bauphase, wenn also die zusätzlichen Gleise gebaut werden, wird an dem Hauptbahnhof oben so gut wie nichts, absolut kann man nicht sauber sagen, aber so gut wie nichts geändert. Die Züge fahren, die 24 Gleise bleiben voll für den Betrieb erhalten. Bei so einem großen Projekt, da muss man ja auch mit sehr viel Bauzeit kalkulieren. Ich glaube, das wäre für Frankfurt wirklich schlimm, wenn jetzt, man kann ja doch fast schätzen, 10 Jahre werden sie brauchen für so ein großes Projekt, so lange die Züge nicht ordentlich fahren. Also das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied, dass oben erstmal alles weiterläuft. Kann man dann sagen, die Tunnel, das ist eine Tunnelbohrmaschine, die sich einfach unter Frankfurt durchgräbt? So ist es, ja. Es werden 2 Röhren gebaut. Heute aus Sicherheitsgründen immer nur 1 Gleis pro Röhre. Und zwischen den beiden Röhren gibt es eine 3. Röhre, die Evakuierungsröhre. Für den Fall, dass es irgendeine Störung gibt, einen Brand geben sollte, was wir alle nicht hoffen und was ja auch relativ selten, Gott sei Dank, vorkommt. Aber es ist heute Vorschrift, dass die Leute auf schnellste Wege sicher evakuiert werden können. Und deshalb werden 2 Röhren gebaut plus einer 3., die sogenannte Evakuierungsröhre. Man braucht also relativ viel Platz. Und das Ganze geschieht in der Regel mit Bohrmaschinen, die von beiden Seiten dann aufeinander zufahren und sich dann irgendwo treffen. Das große Problem ist die Station. Die kann man natürlich nicht mit der Röhre bauen. Hier sind die Ingenieure im Moment noch am Basteln, wie man das Ganze machen kann, ohne dass man von oben die Erde aufbuddeln muss. Aber man ist guter Dinge, dass die das irgendwie in irgendeiner Form hinkriegen. Und es gibt Beispiele weltweit, dass so etwas zu machen ist. Zum Beispiel in Sydney werden solche Stationen auch unterirdisch gebaut in 30 Meter Tiefe, ohne dass es zu irgendwelchen Problemen bisher gekommen ist. Jetzt sagtest du vorhin, die Fundamente der Hochhäuser, die gehen bis zu 50 Meter runter. Der Untergrund ist nicht der beste. Der hat sich ja jetzt in den letzten 50 Jahren, seitdem man schon mal über Tunnelpläne und S-Bahnbau sich Gedanken gemacht hatte, der hat sich ja auch nicht verändert. Das ist richtig, ist aber wir bleiben und wollte vorhin eigentlich noch etwas erzählen über eine Bahnstrecke, die am Main entlang führt, die sogenannte Verbindungsbahn, die man gebaut hat, um den Hanauer Bahnhof in Frankfurt in der Höhe der Zobelstraße mit den anderen Ferngleisen zu verbinden. Da ist die sogenannte Verbindungsbahn gebaut worden. Heute sprechen wir von der Hafenbahn. Und die hat just diese Lage wie der jetzt geplante Fernbahntunnel. Und warum der Untergrund dort anders ist, er ist in der Regel nicht weit vom Flussbett entfernt und der jetzige Main ist ja gebändigt. Das heißt, er war früher viel breiter als heute und in Urzeiten noch wesentlich breiter. Also wir bewegen uns eigentlich hier in einem Flussbett auf voller Länge des Fernbahntunnels. Also kann man sagen, der neue Tunnel, der soll unter dem Main entlang gehen? Der wird, das ist natürlich auch noch ein kleiner Vorteil, der wird unter dem Main hindurchgehen und hier haben wir es also dann nicht mit irgendwelchen Eigentümern zu tun, die das Projekt blocken könnten. Und so dass wir hier praktisch nur mit einem einzigen Eigentümer, nämlich der Stadt Frankfurt, zu tun haben, denen der Untergrund rein rechtlich gehört.
Aber kann nicht das auch irgendwann mal Probleme geben? Ich meine, ein Tunnel entlang unter einem Fluss, also der S-Bahn-Tunnel, der quert den Main unterirdisch einmal. Aber der andere Tunnel, der geht auch noch längs mit dem Fluss. Kann das nicht auch nochmal zu Problemen führen, auch später irgendwann? Ja, dann müsste man sich fragen, wieso funktioniert ein Elbtunnel in Hamburg mit wesentlich größeren Wassermassen oben drüber und größerem Wasserdruck? Wieso funktioniert ein Ärmelkanaltunnel, oder es gibt sicher noch weltweit noch andere Tunnel, die unter Flüssen und Seen hindurchgeführt werden. Das ist heute mit den modernen Maschinen, die bohren und gleichzeitig den Tunnel bauen, kein größeres Problem. Aber man muss natürlich sicher mit Wassereinbrüchen rechnen. Aber wir haben ja schon zwei Tunnel unter dem Main durch. Da wurde also das Gelände oder das Umfeld vereist während der Bohrphase, und dann, nachdem die Wände eingezogen wurden, ist man dann wieder ein Stück weitergerückt. Und das haben die Ingenieure hoffentlich im Griff. Vom S-Bahn-Tunnel weiß ich, es gibt Tore da drinne, die bei Wassereinbruch abgesenkt werden können, um den restlichen Tunnel zu schützen. Die schneiden quasi die Oberleitung durch und machen dann dicht am Boden und können auch gewisse Wassermengen noch abhalten, dass der komplette Tunnel geflutet wird, ja, auf beiden Seiten des Mains. Ich schätze mal fast, sowas in der Art wird natürlich dann für den Fernbahn-Tunnel auch eingebaut. Das ist Vorschrift, dass nicht das ganze Bauwerk dann absäuft. Denn das Wasser würde ja dann bis in die Hauptbahn, wohin auch immer, strömen, wenn der jetzige S-Bahn-Tunnel da irgendwo ein Leck hätte. Ne? Ja, es würde natürlich sich im kompletten Tunnel verteilen. Aber wir haben es in Hamburg ja auch. Die S-Bahn wurde in den 1920er Jahren gebaut. Auch da sind die Tunnel heute noch relativ dicht. Wenn man sich die Internetseite zum Fernbahntunnel anschaut, da gibt es ja so ein paar mögliche Wegstrecken, die geführt werden können. Es gibt ja zum einen das am Main, es gibt aber auch noch so ein bisschen anders. Steht das denn schon genau fest, wie der Tunnel gebaut werden soll? Oder ist Nein, das noch wir offen? Haben jetzt eine Machbarkeitsstufe oder Studie. Und in dieser Stufe wurde nur festgestellt, es ist möglich. Jetzt geht die Detailplanung los, und da kann es unter Umständen nochmal Probleme geben, weil im Detail sitzt oft der Wurm, und da müssen wir abwarten, wie diese Detailplanung aussieht. Dann wird es auch eine endgültige Kostenschätzung geben, was das Projekt insgesamt kosten soll. ProBahn hat sich bereits 2019 im Januar positiv für den Fernbahntunnel ausgesprochen, weil nach unserer Meinung die erforderlichen Kapazitäten, die für die Zukunft prognostiziert werden, nur über einen Tunnel zu realisieren sind. Wir haben auch zusammen mit ein paar Ingenieuren geprüft, ob es eine oberirdische Lösung gibt. Die könnte es geben, aber die bringt maximal eine Kapazitätsausweitung von 10%. Und das ist kein Wert, der, sagen wir, den zukünftigen Bedarf abdecken wird. Wenn man wirklich klotzen will, dann müssen wir in die Tiefe gehen. Der neue Tunnel, habe ich gehört, soll eine Kapazitätserweiterung von etwa 20% bringen. Ich finde, das hört sich jetzt auch erstmal nicht viel an, wenn wir davon reden, wir müssen eine komplette Verkehrswende hinkriegen, die Leute sollen Zügen fahren und nicht mit Autos. Wird der nicht auch irgendwann zu eng sein? Wenn man mit konventioneller Technik arbeitet, dann gehen im Moment 12 Züge pro Richtung in den Tunnel bequemer durch, also alle 5 Minuten ein Zug, die dann im Hauptbahnhof auf 2 Gleise ausgeweitet werden, sodass also die Züge dann dort einen Aufenthalt auch nochmal von 5 Minuten haben können. Das reicht aus. Wenn man die Warte- oder die Standzeit verkürzt auf geplante 3,5 Minuten und das neue Zugleitsystem ETCS in Kraft tritt, also European Train Control System, mit dem ja alle Fernzüge europaweit einheitlich ausgerüstet werden, dann kann ich theoretisch alle 3 Minuten einen Zug in die Tunnel schicken. Der Knackpunkt ist, wie gesagt, der Haltepunkt. Und da wurde auch von vielen Kritikern